Hallo zusammen und salve a tutti. Es ist Freitag, es ist der 25. Juni, wir haben 17.27 Uhr. Der DAX klickert noch, aber ich glaube, da wird jetzt nicht mehr allzu viel passieren. Ich fange diesen Film über den DAX an mit dem Wochenchart, also eine Kerze, eine Woche. Auf diese Horizontallinie gehe ich gleich nochmal ein, aber hier sieht man schon, dass das All-Time-High, die 14.825. Und auf diese Linie gehe ich gleich ein. Es ist das erste Mal seit November letzten Jahres, dass wir hier im MACD ein Minus stehen haben. Wir haben sowohl über die moderne als auch über die traditionelle Sichtweise ein Verkaufssignal. Wir sind im Oszillator unter 80. Ja, und der Rest völlig neutral in den Bändern. Nach wie vor Seitwärtsrange seit dem 29.03. Jetzt gehen wir mal auf den Tag. Also die Woche macht mir so ein bisschen Sorgen, ein bisschen Kummer. Das ist der Tag. Grundsätzlich habe ich also hier die 15.808, das All-Time-High. Ich habe dann hier die 15.308, das war die Geschichte vom Montag, wo wir dann doch nochmal runtergegangen sind und uns dann ziemlich schnell erholt haben. Als nächste Unterstützung habe ich den Bereich von 15.000. Und dann kommt, und das ist halt auch genauso eine große Make-or-Break-Line, die 14.805, wie hier oben die 15.805 oder 808, Entschuldigung, die sich auch mit dem oberen Band verbindet. Klar hat der DAX die Chance, diese ganze Seitwärtsbewegung hier mal rauszunehmen nach oben. Wie das aussieht, das können Sie zum Beispiel mal in so einem Chart wie Heineken sehen. Ja, 100 gebrochen und durch. Adidas ist halt auch so eine Geschichte. Das kann passieren. Ja, ich weiß nicht, was es auslösen soll, aber es kann passieren. Die Bänder werden immer enger im Tagesverlauf, gelten noch nicht als super eng, aber sie werden einfach, die laufen mehr und mehr zusammen, eben weil wir hier in dieser Seitwärtsphase sind. Was mir negativ auffällt, ist, dass wir gehen an die 20-Tage-Linie ran, schaffen es nicht. Wir gehen ran, drunter. Wir gehen noch nicht mal ran und heute auch. Die schmusen hier zusammen, 10- und 20-Tage-Linie, im Bereich von, was ist das hier, 15.620. Aber wir müssen da drüber. Das ist also ein Interimswiderstand. Wir sind ziemlich neutral vom MACD her und genauso auch von der Stochastik. Das heißt, der Markt gibt momentan nach wie vor kein griffiges Signal. Ich habe mal nachgeschaut. Also der Juni ist bei mir der umsatzschwächste Monat, was die DAX-Optionen angeht. Ja, da gibt es ganz andere Werte, die finde ich viel interessanter. Eine Deutsche Bank, Commerzbank, E.ON, Bayer und selbst eine Nel macht einen Boden und die steigen heute mal um fast 4%. Ja. SMA Solar war so eine Geschichte. Ich finde nach wie vor, die Einzelwerte sind viel interessanter als der Index selbst. Mich reizt der momentan überhaupt nicht. Ich halte mich an diesem Punkt fest hier, diese 15.808 und unten drunter die 15.312 fürs Erste, beziehungsweise 14.800. Es gibt einfach kein Signal und wenn es keins gibt, muss man das auch sagen. Gehen wir mal zu den Derivaten. Als Call habe ich mir ausgesucht hier diesen Open-End-Schein von Goldman mit der Basis 15.143. Da sind wir hier. Man kann natürlich ein bisschen höher gehen. Meine Idee ist die, wenn wir das schaffen, was ich jetzt nach wie vor nicht glaube, dass wir die 15.808 rausnehmen, dann kann man möglichst nah dran und dann ist das hier der Support. Wenn der gebrochen wird, diese 15.304, kann ich mir vorstellen, dass eine relativ schnelle Rutsche von 50, 70 Punkten kommt. Und deswegen möchte ich doch ein bisschen weiter weg sein, um den dann noch stoppen zu können. 15.143, das ist im Moment ein 34er Hebel und hat die Kennnummer GH79PV, Gustav Heinrich 79 Post Veronika. Der liegt also hier. Ja, aber den sollte man unbedingt stoppen, wenn wir 20 Punkte unter der 15.304 liegen. Finde ich schon, das kann nämlich dann schnell gehen. Bei den Shorts, auch hier kann ich näher rangehen an dieses All-Time-High. Aber auch hier gilt, siehe Heineken, wenn das Ding da mal durchgeht, legt er auch ganz schnell nochmal 100 Punkte drauf. Deswegen habe ich mich für den hier entschieden, 16.061, ich runde leicht, ist ebenfalls ein 34er Hebel. Und das ist ein Open-End-Schein von Goldman, hat die Kennnummer Gustav Heinrich 33 VM. Der kommt aber nur dann zum Zug, wenn wir hier drunter sind, unter der 15.300. Es ist ein langweiliger Markt, das wird sich irgendwann auflösen und die Auflösung, die wird schnell gehen und heftig, egal ob nach oben oder unten, aber ich sehe momentan, ist hier eine 50-50-Chance. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.